Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hubkonzert wie von tausend Trompeten. Ich will zu dir, nun steh ich hier so ein Scheiß. Ah, ich drehe schon seit Stunden. Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, der kann eins gut gebrauchen, einen Parkplatz. Obwohl meist viele Wege zum begehrten Plätzchen führen, quält sich der Autofahrer, dort angekommen, mit ganz anderen Sorgen. Das passende Kleingeld muss her. Mönchengladbachs Parkplätze gibt es nämlich nicht umsonst. Oh doch, denkt sich so manch einer, der in Reit beispielsweise seit Jahrzehnten den Parkplatz auf der Kracht bevorzugt. Während auf der einen Seite das Auto kostenfrei abgestellt werden kann, zahlt der Parker auf der anderen Seite 50 Cent pro Stunde. Da versteht es sich fast schon von selbst, dass sich nur selten ein freier Platz unter den Kostenlosen findet. Die Mönchengladbacher meiden es gern, Geld für einen Stellplatz auszugeben. Und das ist bei dem Autoaufgebot gar nicht so einfach. Jetzt macht es ihnen die Stadt noch schwerer. Von den 150 zuvor kostenlosen Parkplätzen fallen 50 weitere weg. Hier sollen die Autofahrer nun zur Kasse gebeten werden. Die Stadt sagt dazu Folgendes. In der Vergangenheit ist die bewirtschaftete Parkfläche auch während der Haupteinkaufszeit und der Vorweihnachtszeit nie vollständig belegt gewesen. Aus diesem Grund hat die Verwaltung die Ausdehnung der bewirtschafteten Zone um 50 weitere Parkplätze vorgeschlagen. Wie jetzt? Nie belegt gewesen und daher braucht man noch mehr Parkplätze davon? Hier hat die Stadt etwas zu umständlich formuliert. Der Grund für den Parkplatzschwund findet sich auf einer Baustelle im kommenden September. In diesem Monat beginnt die Stadt mit der Umgestaltung des Reiter Marktplatzes. Das darunterliegende Parkhaus wird direkt mitsaniert. Für die Autofahrer und Dauermieter entfallen auf einen Schlag 350 Stellplätze und damit auch die Einnahmen. Bis das Parkhaus wieder seinem eigentlichen Zweck dienen kann, wird die städtische Haushaltskasse, also auf der Kracht, wieder aufgefüllt. Und den Autofahrern schmeckt das so gar nicht. Ich finde, das ist schon ein bisschen abgeschmackt. Ja, im Grunde ist es nicht schön, aber mir ist es egal, weil ich versuche es gar nicht. Ich komme jedes Mal hier auf dem und bezahle lieber das, was es kostet. Da, wenn ich vorbeifahre, dann sieht der schon so voll aus und dieses Kurven, dann, das ist mir dann zu, bin ich schon zu nervös und dann fahre ich immer hier, weil meistens ist hier irgendeiner frei. Da viel halte ich da nicht von, die Autofahrer, die müssen schon genug Blechen für alles, für jeden Parkplatz. Wenn alles ist frei, ist besser. Ja, das ist besser so. Das Herr muss Geld zahlen, die andere Seite ist frei. Warum die? Ich auch verstehe nicht. Tja, da wird die Parkplatzsituation sich noch verschärfen auf jeden Fall, ne? Ja, wenn das nur vorübergehend ist, habe ich nichts dagegen, denn wir müssen uns ja irgendwo hinstellen. Keine Ahnung, Reit ist am Ende. Jetzt kann man noch nichts mehr sagen. Man sieht ja, Gladbach wird die ganze Zeit erneuert, renoviert und Reit bleibt so. Also zum Bürgermeister kann man nur sagen, der soll sich mal auch etwas mehr auf Reit konzentrieren. Die Stadt hingegen lockt mit günstigen Parkmöglichkeiten. Wie war das nochmal? 50 Cent pro Stunde? Das ist doch nichts. Die Autofahrer antworten auf ihre Weise und finden irgendwo bestimmt noch ein freies Plätzchen. Wenn auch nicht, in Reit.